Die maltesischen Inseln. Ein Archipel mit Widersprüchen. Tief verwurzelt im katholischen Glauben und gleichzeitig weltweit vernetzte Steueroase. Naturparadies im Mittelmeer und verantwortlich für den Tod unzähliger Singvögel auf ihrer alljährigen Reise in den Süden. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Die maltesischen Inseln liegen 80 Kilometer südlich von Sizilien, einer der Zwergstaaten in der Europäischen Union. Die Inselgruppe besteht im Wesentlichen aus der Hauptinsel Malta mit der Hauptstadt Valletta und dem Flughafen, der Insel Comino und der Insel Gozo mit dem ehemaligen Fischerdorf Schlendi. Dort wohnen wir im Hotel San Andrea. Die Sonnenuntergänge in der Bucht von Schlendi sind spektakulär. Die Ziele an unserem ersten Tag: Ramala Bay, die Tempelanlage von Gantia, der Dom in Schwenja und der Hauptstadt Victoria, dem ehemaligen Rabat. Unweit von diesem grandiosen Ausblick in die Ramala Bay befindet sich eine Tempelanlage. Dort besuchen wir zunächst das Museum. Steffi ist unsere Orts- und fachkundige Begleiterin für die Tage auf den maltesischen Inseln. Inwieweit ihre Bemühungen, uns Land und Kultur näher zu bringen, gefruchtet haben, lässt sich in einem kurzen Test der Teilnehmer nach diesem Film herausfinden. Bitte schon mal Papier und Bleistift bereitlegen. Ob bei diesem Tumult jemand was verstanden hat? Von Ferne der Blick auf den Dom von Schwenja, den wir als nächstes besuchen. Beeindruckend sind die Kuppelbauten, die zumeist in den ca. 360 Kirchen auf Malta zu finden sind. Mit dem Aufzug geht's in luftige Höhen auf die Aussichtsplattform des Doms. Der Ausblick ist nicht schlecht. Aber jetzt nix wie runter, das Mittagessen wartet. Portal und Windrose im Eingangsbereich haben beachtliche Ausmaße. Auf dem Weg zur Zitadelle von Gantia fällt auf, dass die Straßen nicht wie häufig im Schachbrettmuster angelegt sind. Kurz nach jeder Kreuzung macht die Straße einen leichten Knick, gerade so viel, dass das Ende bzw. die kommende Kreuzung nicht einsehbar ist. Dies ist ein Teil der Verteidigungsstrategie der Festung. Potenziellen Feinden soll so zum einen der Überblick genommen werden, andererseits dient es dazu, den Pfeilen und Lanzen der Krieger die Reichweite zu nehmen. Die ganze Meute auf einem Haufen. Die engen Gassen dienen dazu, auch im Hochsommer die Temperaturen in einem erträglichen Maß zu halten. Durch die hohen Bauten rechts und links entsteht fast den ganzen Tag lang kühlender Schatten. Nach so viel Kultur ein gemütliches Plätzchen, was zu essen und trinken und die Welt ist in Ordnung. Da fehlt doch noch eine Gabel. Kaum gegessen, beginnt auch schon der nächste Tag. Heute ist Wandern auf Comino angesagt. Zunächst fährt uns Manuel mit dem Bus an den Hafen von Gozo. Von da aus geht's mit dem Boot nach Comino.
angekommen in der blauen Lagune von Comino, begeben wir uns auf einen ca. 7 Kilometer langen Rundweg. Die Insel ist lediglich 3 Quadratkilometer groß, birgt aber einige Geheimnisse, wie wir später noch sehen werden. Im Uhrzeigersinn begeben wir uns auf den Weg rund um die Insel. Die Küste von Comino hat mit dem türkisfarbenen Wasser und den schroffen Felsformationen beinahe karibisches Flair. Selbst Ende Oktober, Anfang November hat das Wasser Temperaturen, die zum Schwimmen einladen. Die Malta-Eidechse, eine der Mauereidechsenarten, ist eine endemische Art. Das bedeutet, sie kommt weltweit nur auf Malta und den umliegenden Inseln vor. Die Färbung der Tiere ist sehr variabel. Blaue Augen und blonde Haare. Vielleicht schon mal gesehen, ne? Also die Sizilien ja auch. Haben die auch blaue Augen? Mhm. Einige von denen, nicht alle. An den grandiosen Aussichten kann man sich kaum satt sehen. Trotzdem der Tourismus auf Malta auch wirtschaftlich eine große Rolle spielt, hat man in aller Regel nicht die negativen Auswirkungen, die damit einhergehen. Selbstverständlich spielt die Jahreszeit hierbei eine gewichtige Rolle. Ob es tatsächlich ein Seeabenteuer wird? Der Comino Tower. Nahende Feinde früh zu erkennen, war schon immer ein Vorteil. Die Tiere zeigen kaum Scheu und lassen sich bereitwillig filmen. Sein Gemüsegarten ist beim Aldi. Ohne eine ordentliche Brotzeit geht natürlich nichts. Den suchst du jeden Tag. Gut gestärkt geht's entlang beeindruckender Klippen weiter. Immer mit der gebotenen Vorsicht. Selbst der Sturz ins Wasser würde aller Wahrscheinlichkeit nach tödlich enden. Von Zwischenlandungen auf Felsvorsprüngen mal ganz abgesehen. Spätestens die Brandung erledigt dann den Rest. Trotzdem ist ein Blick über die Kante Pflicht. Mir wird vom Zuschauen schon schlecht. Nee, man muss nicht, das reicht, wir sind jetzt schon viel weiter gegangen, wie ich gehen wollte. Ja, aber ihr habt ja so einen Abenteuergeist. Ne? Diese Wanderung bietet die verschiedensten Ausblicke. Nicht nur Spiegelungen im Wasser faszinieren den geneigten Wanderer. Auch Wandererkollegen bzw. Kolleginnen in, sagen wir mal, ausgefallenem Outfit ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Da ist so ein kleines Boot im Felsfenster eher die zweite Wahl. Auch das kann vorkommen. Der Blick vom Dach unseres Hotels eröffnet ganz neue Aussichten. Die Wasserfälle von Schlendi. Was macht man, wenn es regnet? Esel spielen. Was sonst? Ein Glastisch eignet sich ganz besonders gut für dieses Spiel. Manchmal ist nicht nur der Standpunkt, sondern eben auch der Blickwinkel ausschlaggebend. Man kann ja mal einen Blick riskieren. Noch am gleichen Tag geht's mit Manuel, unserem Busfahrer, von Schlendi in Richtung Nordostküste. Zuerst kommen wir an der San Dimitri Church vorbei. Dann geht's weiter an die Küste im Nordwesten. Im Hintergrund ist häufig das Pfeifen der Vögel zu hören. Leider fast ausschließlich von den Lockvögeln in den Käfigen der Jäger.
Die Singvogeljagd ist auf den maltesischen Inseln erlaubt und weit verbreitet. Da die Vogeljäger empfindlich auf Kameras reagieren, sollte man auf Bilder der Beteiligten und des Umfeldes verzichten. So die Empfehlung von Steffi. Entlang des Weges reihen sich Vogelkäfig an Vogelkäfig. Eine etwas merkwürdige Art der Jagd. Aber zurück zur Landschaft. Gut erkennbar die im Kalkstein ehemaliger Korallenriffe eingebetteten Muschelschalen. Einen Haifischzahn konnten wir leider nicht finden. Good. Not for me, yeah. Auch die Angler sind fotoscheu. Ob er einen Angelschein besitzt? Steilküste, soweit das Auge reicht. Gut darum, was sind diese? Ja, ja. Diese ganz spannenden. Habt ihr gesehen? Es kann nie schaden, wenn wenigstens einer weiß, wo es lang geht. Hier, Wied El Mida. Wied heißt immer Tal. Ja. Wollen dann weiter hier oben entlang, da kommt das andere, die andere Schlucht. Angeln mal ganz anders. Was der Betroffene tatsächlich mit den Seilen beabsichtigte, ist mir zumindest verborgen geblieben. Die Laune scheint gut zu sein. Angekommen im Gazri Valley, ein schmaler Einschnitt mit Verbindung zum Meer, gefüllt mit groben Kieseln. Tauchen scheint auf den maltesischen Inseln ebenfalls eine beliebte Sportart zu sein. Gegenüber unseres Hotels befand sich auch eine Taucherstation, von der aus täglich Ausflüge erfolgten. Wir müssen jetzt einfach immer nur geradeaus. Immer gut, wenn einer Bescheid weiß. Abendstimmung in den Salinen im Norden von Gozo. Die Salinen sind um diese Jahreszeit zwar nicht mehr in Betrieb, da zunehmender Regen und schwindende Sonnenintensität keine ausreichende Salzkonzentration mehr zulässt. Die Farben, die sich im Zusammenspiel von Abendsonne und Wasseroberfläche ergeben, bleiben dennoch einmalig. Die gleichförmigen Strukturen der Becken stehen im starken Kontrast zur ansonsten rauen, naturbelassenen Landschaft. Ja, wir gehen noch ein bisschen spazieren. Der Salzverkäufer bringt sich in Pose. Wahrscheinlich ist das nicht der erste Fototermin für ihn. Am nächsten Tag steht Malta auf dem Programm. Wir besuchen die Hauptstädte von Malta. Die ehemalige, Mdina, und die aktuelle, Valletta. Zunächst geht es von Schlendi mit Manuels Bus zum Hafen von Gozo und von dort aus mit der Fähre nach Malta. Angekommen in Valletta, der heutigen Hauptstadt von Malta. Eine Stadt, deren Straßen im Schachbrettmuster angelegt sind.
die St. John's Kathedrale. Wir nähern uns dem Mittagessen am Grandmaster's Place. Ein weitläufiger Platz mit Restaurants unter freiem Himmel, gesäumt von einer Unzahl an Geschäften und Souvenirläden. Prächtige Balkone an beeindruckenden Fassaden. Großbritannien lässt grüßen. Und nun das verdiente Mittagessen unter freiem Himmel in spätsommerlicher Atmosphäre. Aber wie gesagt, dafür kannst du alles haben. Ja, natürlich, kann ja jeder alles. Deswegen sage ich ja auch, das ist so ein. Wieder mal Schachbrettmuster. Und am Ende das. Das kann ich auch. Mit dem Aufzug geht's schätzungsweise 35 bis 40 Meter hinunter zum Hafen. Okay, der letzte sieht eh nichts mehr. Rasant geht's abwärts. Ein weiter Blick über den schönsten Naturhafen Europas. Natürlich nicht für den letzten. Ja, also das sieht man auch nichts. Doch, das sieht man schon, aber das ist nicht. Siehst du, wie schnell er runtergeht, eindeutig. Ja, also wirklich. Ich habe immerhin eine rote Kirschkuppe gesehen. Das war super. Raus, oder wie? Warten auf die nächste Fähre nach Gozo am Hafenterminal von Malta. Der gewaltige Bug der Fähre wird hydraulisch geöffnet, sodass Fahrzeuge und Passagiere einsteigen können. Die Geschichte lehrt uns, dass das Schließen der Bugklappe erst während der Fahrt das ein oder andere Mal zu einer Katastrophe geführt hat. Die Fähre kann auf zwei Decks Fahrzeuge aufnehmen, das untere Deck in zwei Reihen. Jetzt aber nichts wie raus. Am Hafen von Gozo wartet Manuel bereits auf uns. Die untergehende Sonne, Felsklippen von Wind und Wetter bearbeitet und ein klares Ziel vor Augen. Das Abendessen. Baden nach Sonnenuntergang. Kein Problem. Vom Restaurant unter unserem Hotel hat man einen wunderschönen Blick in die Bucht von Schlendi. Nur die Spanngurte für den Sonnenschutz sind im Weg. Am darauffolgenden Tag sind wir an der Westküste von Gozo unterwegs. Wir starten direkt von unserem Hotel in Schlendi. Über eine Treppe auf der Nordseite der Bucht, hoch auf ein Plateau. Und dann für die Hälfte der ca. 12 Kilometer langen Strecke an der Küste entlang zu wandern. Zunächst geht's steil bergauf. Schorsch im Eilgang, offenbar Notammann. Auf dem Plateau angekommen, hat man einen guten Überblick über die Bucht von Schlendi und Umgebung. Ein freundlicher Gruß von Wanderer zu Wanderer. Nee. Die Dinger sind schwerer als gedacht. Aussichten einfach nur zum Genießen. Ja.
Wer schon nicht ordentlich wandert, der sollte wenigstens gut essen. Hier ist also einer der Ursprünge der unzähligen Kirchen und historischen Gebäude der Inseln. Mit kreissägeartigen Schneidemaschinen werden die Blöcke aus dem Fels geschnitten. Das Werkzeug läuft entlang einer leiterartigen Führungsschiene, die einen exakten Schnitt gewährleistet. Zurück in Schlendi. Heute erkunden wir den Süden von Gozo. Manuel bringt uns mit dem Bus an den Hafen und von dort aus wandern wir an der Küste entlang nach Schlendi zurück. Aha, da geht's lang. Ist da einer gelangweilt? Die Kombination aus Sonnenschein und frischer Brise vom Meer ist ideal zum Wandern. Immer schön in der Reihe bleiben. Springt er oder springt er nicht? Ja, was ist jetzt? Das ist hier die Frage. Die Enttäuschung war groß. Er sprang nicht. Das Schicksal eines jeden Wanderers. Erst rauf, dann wieder runter. Die Sonne sorgt mit ihrem besonderen Licht für Abwechslung und entschädigt für alle Anstrengungen. Da ist sie wieder. Wie war doch gleich der Name? Ich erinnere nochmal an den kleinen Test nach dem Film. Noch schnell ein Blick die Klippen hinunter. Und dann weiter in Richtung Sonne. Die Schatten werden mit jeder Minute länger und die Reise neigt sich dem Ende entgegen. Aber schön war's.